Und zwar haben wir jetzt noch ein politisches Highlight heute zum Nachmittag. Abschluss ist es ja noch nicht, die Digital Drinks warten später noch. Wir bekommen jetzt noch einen Einblick zum Thema digitales Arbeiten und Digital Office von Staatssekretär Björn Böning. Björn Böning aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales spricht jetzt in seiner politischen Keynote über die Arbeitsgesellschaft der Zukunft. Ich freue mich sehr, dass er da ist und sage herzlich willkommen und übergebe an Sie, Herr Böning. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Schönen guten Tag hier am Nachmittag. Freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben zur Digital Office Conference dieses Jahr aus dem Office hier im Bundesarbeitsministerium. Bin gebeten worden, ein bisschen was zum Thema Arbeitsgesellschaft nach Corona zu sagen, was ich sehr gerne mache und möchte das auf 4 Punkte konzentrieren. Erstens auf die Frage, welche Unternehmen kommen eigentlich aus unserer Sicht gerade gut durch die Krise und welche Unternehmen sind mit Problemen konfrontiert. Zweitens, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Arbeitswelt, auf die Zukunft der Arbeit insgesamt hat. Und drittens und viertens, welches sind eigentlich positive Erfolgsfaktoren für eine moderne Arbeitsorganisation und damit auch für so etwas wie die Vorboten der Zukunft der Arbeit. Zuerst die Frage, und wir beschäftigen uns natürlich sehr intensiv damit im Haus, welche Unternehmen derzeit gut durch die Krise kommen. Und das sind eigentlich die Unternehmen, die wir zumindest im Bitkom-Zusammenhang schon häufiger miteinander diskutiert haben, die sich insbesondere dadurch auszeichnen, dass sie eine moderne Arbeitsorganisation haben, also dass sie auf der einen Seite Flexibilität von Unternehmen berücksichtigen im Hinblick auch Globalisierung, Digitalisierung und internationale Einbindung. Auf der anderen Seite aber auch den Möglichkeiten von Selbstbestimmung und Flexibilität Platz räumen. Nämlich diejenigen Unternehmen, die schon heute oder ich sag mal vor der Krise sehr modern gearbeitet haben, dahingehend, dass mobiles Arbeiten möglich war, dass die infrastrukturellen, technologischen Voraussetzungen gegeben waren und auch, dass das Unternehmen sich durch flache Hierarchien und eine sehr offene Arbeitskultur ausgezeichnet hat. Und diese Unternehmen, so zeigen sich heute, sind insgesamt sehr resilient aufgestellt, schaffen es gut, die Krise zu meistern mit allen Randbedingungen, die natürlich damit verbunden sind. Und sie schaffen eben es auch, die Vernetzung insgesamt, international wie national, wie innerhalb der Unternehmen, gut zu bewältigen. Dazu gehört auch, und das verweist ein bisschen auf den Punkt, was notwendig ist in der neuen Arbeitsorganisation, dass natürlich in einer Situation, wo wir 30, 35, teilweise 40% mobiles Arbeiten haben oder Homeoffice in diesen Zeiten, dass wir eine Situation haben, dass natürlich Vertrauen eine ganz gewichtige Ressource darstellt. Vertrauen in die Selbstmanagementfähigkeiten des Einzelnen, also dass zu Hause nicht sich der Arbeit entzogen wird auf der einen Seite oder alle möglichen anderen Dinge gemacht werden. Auf der anderen Seite aber auch, dass die Führungskraft Vertrauen hat, Teams so zu organisieren, dass sie erfolgreich und produktiv arbeiten können. Und das bedeutet, dass man Zwischenziele setzt, dass man Ziele insgesamt definiert, Meilensteine, und auf dem Wege dann die Organisation eigenständig organisieren lässt. Und das klappt auch ganz hervorragend, wie wir, glaube ich, hier in diesem Kreise sehr gut wissen. Und das Zweite, was eine wichtige Ressource ist, dass die Unternehmen, in denen Mitbestimmung, Teilhabe, Partizipation großgeschrieben wird, dass die schon heute eine Kultur haben, die es ihnen ermöglicht macht, in diesen Zeiten auch erfolgreich zu arbeiten. Und ich denke, das sollten wir berücksichtigen. Denn wir sehen auch, dass wir in der Krise, wenn man nur das Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten nimmt, trotz einer zusätzlichen Belastung, die wir eben auch erlebt haben, Stichwort Homeschooling, die Zufriedenheit der Beschäftigten deutlich ansteigt und damit natürlich auch die Produktivität. 87% der Beschäftigten sind mit Homeoffice sehr zufrieden. Und das, obwohl wir ja eine lange Zeit hatten, wo eine Doppelbelastung leider insbesondere von den Frauen gemeistert bestanden hat, nämlich die Kinder zu betreuen und auf der anderen Seite eben auch noch weiter zu arbeiten. Also offenbar sind die negativen Konsequenzen oder negativen Bedingungen, die wir auch gesehen haben, werden gegenüber den Vorteilen des Homeoffice als geringer angesehen. Vermeidung von Pendlerverkehren, Selbstbestimmung, Vereinbarkeiten besser realisieren.
sodass wir sehen, dass wir, glaube ich, keinen Schritt mehr zurückbekommen, sondern dass mobiles Arbeiten ein wichtiges Kennzeichen auch der neuen Arbeitswelt bleiben wird und wir darauf auch Rücksicht nehmen müssen. Wir haben deswegen als Bundesarbeitsministerium auch einen gesetzlichen Rahmen vorgelegt für mobiles Arbeiten, weil es, glaube ich, sinnvoll ist, ein paar Fragen im Homeoffice zu regeln, die bisher nicht geregelt sind. Beispielsweise eine Abgrenzung zu finden zwischen mobiler Arbeit und Telearbeit. Zweitens auch dem Arbeitsschutz und dem Verhinderung auch von Entgrenzung in der im Homeoffice einen Stellenwert einzuräumen. Und drittens auch dafür zu sorgen, dass man zu Hause gegen Unfälle abgesichert ist. Das ist ja keinem zu erzählen und zu erklären, warum der Gang in die Teeküche abgesichert ist in der Arbeitsstätte, aber zu Hause, wenn man sich einen Kaffee in der Küche holt, wenn man nicht dem Unfallversicherungsschutz unterliegt. Und da müssen wir, glaube ich, eine Gleichwertigkeit realisieren. Der zweite Punkt, der wichtig ist, dem Thema Führung kommt eine ganz gewichtige Rolle zu. Wir werden anderes Führen als das hierarchische Führen erleben in diesen Zeiten. Und wir werden das auch nach der Krise als Beschleuniger wahrnehmen. Wir haben gesehen, dass die oder wir haben Analysen gemacht darüber, dass die Pandemie dazu führt, dass Digitalisierung weiter beschleunigt wird. Wir waren davor ausgegangen, dass die gravierenden Umbrüche in der Arbeitswelt eher so ab 25 eintreten. Jetzt sehen wir, dass sich diese Entwicklung beschleunigt, also dass wir auch einen großen Fachkräfteaustausch erleben werden. Das heißt, Branchen, die sich leider eh schon im Niedergang befinden, werden noch schwierigere Zeiten vor sich haben. Und die Branchen, wo neue Fachkräfte gesucht werden, wo wir Menschen und Arbeitskräfte brauchen, die werden noch erfolgreicher sein. Also müssen wir noch schneller sein mit unseren Möglichkeiten, den Mismatch oder das Problem des Mismatches am Arbeitsplatz zwischen Arbeitskräftenachfrage und Arbeitskräfteangebot zu begegnen. Und wir tun das mit den Möglichkeiten der Bundesagentur, mit den Möglichkeiten des Arbeit-von-Morgen-Gesetzes, sodass wir hier auch zu einem besseren Arbeitskräftesituation in Deutschland kommen. Zurück zum Thema Führen. Ich glaube, dass es wichtig ist in diesen Zeiten, dass im Hinblick auf die Selbstmanagementfähigkeiten und auch auf die strategische Führung von Unternehmen wir prospektiver, also nachhaltiger und weitsichtiger werden. Ich glaube, es wird notwendig sein, dass man innerhalb der Unternehmen sich weitergehende Ziele steckt im Hinblick auf die Infrastruktur, aber eben auch im Hinblick auf die notwendigen Qualifikationsnotwendigkeiten. Deswegen ist Führen heute nicht mehr ohne Blick auch auf Weiterbildungsfragen, auf lebensbegleitendes Lernen zu sehen. Und das ist schon der vierte Erfolgsfaktor, nämlich, dass wir die jetzige Phase erst recht nutzen müssen, um Weiterbildung, lebensbegleitendes Lernen auszubauen. Denn es zeigt sich mehr und mehr, dass die Frage von Weiterbildung eine wirklich zentrale Ressource im Wandel der Arbeitswelt bedeutet. Was bedeutet das in der Krisenzeit? Wir haben natürlich in vielen Unternehmen Kurzarbeit. Wir haben gesehen, dass Kurzarbeit in vielerlei Fällen auch bis auf Kurzarbeit null gelaufen ist. Was bedeutet, dass es okay war, wenn man im März, April auch mal das Wohnzimmer gestrichen hat oder den Garten für den Sommerfit gemacht hat. Aber jetzt sollten wir die Zeit nutzen, um aus der Krise besser herauszukommen, als wir reingeraten sind. Also sollten wir die Zeiten von Kurzarbeit mit Weiterbildung verbinden und verknüpfen, sodass es uns möglich ist, den Fachkräftebedarf der Zukunft nachhaltig zu decken, gegebenenfalls auch zu überlegen in den Bereichen, wo es schwieriger wird, über Umschulung und Brücken in andere Erwerbstätigkeiten nachzudenken. Jedenfalls habe ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Europa und international gesehen, dass wir Deutschen mit den Möglichkeiten der Kurzarbeit und auch mit der Flankierung über die Bundesagentur der Weiterbildung gut aufgestellt sind und in der Lage sein könnten, denn die Pandemie und die Wirtschaftskrise vorüber ist, schneller wieder am Markt zu sein, also schneller wieder erfolgreich zu sein, um einen neuen Zyklus langen Wachstums auch zu erzeugen. Abschließend möchte ich sagen, dass es natürlich nicht nur um die Frage von kurzfristigen Anpassungen geht, die wir erleben aufgrund der Krise, den Fragen der Kurzarbeit, der Arbeitsmarktpolitik, sondern die konjunkturelle Phase und Krise, die wir haben, überlagert sich natürlich mit den strukturellen Veränderungen am Arbeitsmarkt. Das heißt, die Megatrends, Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischer Wandel, die hören ja nicht auf.
sondern sie verstärken sich wie in einem Brennglas in dieser Krise. Und deswegen ist es, glaube ich, mehr und mehr notwendig, dass wir klassische Trennung, die wir viele, viele Jahre jetzt hatten, zwischen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und strukturpolitischen, infrastrukturellen Maßnahmen, dass wir die aufheben und wieder zusammenbringen, so wie es in den 80er Jahren durchaus mal gang und gäbe war, damit es uns gelingt, den notwendigen Strukturwandel der Wirtschaft in den Unternehmen, Stichwort Digitalisierung und technologische Infrastruktur, dass wir den stemmen, mit den Möglichkeiten der Fachkräfteweiterentwicklung verbinden, damit Technologie und Menschen zusammenkommen. Nur dann wird es produktiv. Und drittens, wie gesagt, die Phase der aktuellen Krise nutzen, dem neuen Arbeiten, der Zukunft der Arbeit zum Durchbruch zu verhelfen. Denn ich glaube, das ist ganz entscheidend, damit wir als Deutsche, als Deutschland, auch als Europa international mithalten können. Denn es ist völlig klar, dass wir unsere Stärken dahingehend haben, dass wir mit einem starken Fachkräftepotenzial und einer starken technologischen Orientierung Marktvorteile erringen können. Soweit von meiner Seite zuerst. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, herzlichen Dank, Björn Böning, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, für den Impuls. An der Stelle nochmal die Einladung, stellen Sie gerne Fragen an den Staatssekretär, wir nehmen die hier gerne mit auf. Die erste Frage, die kommt jetzt von mir. Mich würde interessieren, wie hat sich denn jetzt im letzten guten, ja über ein halbes Jahr ist es ja schon, die Zusammenarbeit im BMAS geändert? Also wie digital ist denn Ihr Office schon? Ja, auch wir haben vor einigen Jahren schon die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir mobil arbeiten können. Es hat schon unter der Ministerin Nahles eine Betriebsvereinbarung gegeben mit dem Betriebsrat, Personalrat zum Thema mobiles Arbeiten. Das heißt, es ist möglich, im Teamverbund partiell mobil zu arbeiten. Und es ist möglich, in solchen Phasen, wie wir sie jetzt haben, auch komplett auf mobiles Arbeiten umzustellen. Das heißt, wir waren glücklich Anfang des Jahres, dass wir die technologische Infrastruktur hatten, die wir sofort nutzen können. Und so ist heute eben so, dass 30-35% der Kolleginnen und Kollegen mobil arbeiten, also zu Hause arbeiten. Und das ist auch gut so. Aber ich will nochmal betonen, es ist nicht alleine die technologische Voraussetzung oder die arbeitszeitliche Voraussetzung mit Aufhebung von Kernarbeitszeiten und Ähnlichem, sondern es geht eben auch darum, die Teamarbeit zu organisieren, was natürlich über Strecke nicht immer das Einfachste ist. Das heißt, wir müssen nicht nur in der Lage sein, von der Hausleitung, die ich und andere präsentieren, sondern wir müssen insbesondere auch in der mittleren Hierarchieebene durch Weiterbildung, durch Führungskräfteschulung dafür sorgen, dass die Arbeit auch weiter gemacht wird. Und das ist uns ganz hervorragend gelungen, weil wir das schon frühzeitig angefangen haben. Und insofern, da wir ein Haus sind, was in Bonn und Berlin repräsentiert ist, gibt es eine gewisse Erfahrung mit diesen Prozessen und das hilft uns jetzt. Vielen Dank, Herr Böning. Ich hätte auch noch eine Frage. Vielleicht ein Blick in die Glaskugel. Was denken Sie denn, welche Entwicklungen oder Veränderungen der Arbeitsgesellschaft wirklich nachhaltig sein werden und welche sind vielleicht auch nur eine Momentaufnahme und werden zurückgedreht? Das heißt, wie könnte eigentlich so ein New Normal aussehen? Ich glaube, dass von der Krise und aus der aktuellen Situation drei Dinge übrig bleiben. Erstens, es zeichnet sich jetzt schon ab, ohne dass wir das rechtlich oder gesetzlich normiert hätten, dass das New Normal so etwas wie einen neuen Flexibilitätskonsens darstellt. Nämlich auf der einen Seite natürlich Anforderungen an Unternehmen, flexibel zu arbeiten, teilweise grenzüberschreitend mit den unterschiedlichen Zeitzonen, die wir da haben, zu arbeiten. Und die Phasen von viel Arbeit und weniger Arbeit ordentlich zu verteilen. Das Interesse gibt es natürlich. Auf der anderen Seite gibt es das Interesse von Beschäftigten, auch in einer anderen Flexibilität zu arbeiten. Also auch selbst entscheiden zu können, dass man um 18 Uhr sein Kind ins Bett bringt oder das Essen macht und dann eben nochmal ein Stück weit Akten bearbeitet, in meinem Falle, oder E-Mails oder Ähnliches. Und da an dieser Stelle müssen wir zusammenkommen. Und wo wird das am besten verhandelt? Am besten auf der betrieblichen oder tariflichen Ebene, damit es auf der einen Seite die Möglichkeit gibt, auf der anderen Seite eben aber auch einen Rahmen, weil wir sehen, natürlich führt das auch zu einer Entgrenzung, wenn man so nebenbei immer alles Mögliche macht. Und da muss man einfach aufpassen. Das Zweite, was bleiben wird, ist, glaube ich, dass die
dass die Mitbestimmung und Partizipation von Beschäftigten erhöht wird und dass wir diese starke Hierarchiesteuerung, die wir noch in vielen Unternehmen immer hatten, dass sie sich auflösen wird, mehr und mehr, weil Unternehmerinnen und Unternehmer erkennen, dass die Produktivität steigt. Es ist so, wir haben das auch erhoben, dass in diesen neuen Arbeitsformen produktiver gearbeitet wird. Insofern ist das in jedem Fall ein Erfolgsfaktor. Und ich glaube, was auch bleibt, ist, dass dem Thema Arbeitsschutz, der klingt immer so ein bisschen verstaubt und schwierig, also Arbeits- und Gesundheitsschutz, ein wichtigerer Stellenwert eingeräumt wird. Wir haben im März, April ganz intensiv mit den Unternehmen und auch den Gewerkschaften darüber gesprochen, wie kann es uns gelingen, überhaupt nach dem ersten Lockdown wieder anzufahren. Und zwar auf der einen Seite, dass die Unternehmen keine Sorge haben müssen, dass da riesige Superspreading-Events in den betrieblichen Realitäten auftauchen. Auf der anderen Seite, dass Beschäftigte auch sich, ich sage mal in Anführungszeichen, trauen, wieder zur Arbeitsstätte zu gehen und den Kontakt zu haben. Also glaube ich, zeigt sich in diesen Tagen, Arbeitsschutz kann helfen, produktiv zu arbeiten. Und ich habe intensive wir sind ja Ratspräsidentschaft als Deutschland derzeit, intensive Gespräche mit meinen europäischen Partnern geführt. Viele Nachfragen kommen dahin, wie macht ihr das eigentlich in Deutschland, dass ihr ja faktisch, wenn man jetzt mal wirklich den zweiten Lockdown sieht, das ist ja dann die Hoga und Hotels, aber wie schafft ihr es eigentlich faktisch, einen Großteil des wirtschaftlichen Lebens aufrechtzuerhalten? Und dass das ein Asset ist, was eben mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz sich verbindet, zeigt, dass wir da resilienter geworden sind über das Jahr und das sollten wir uns bewahren. Eine Frage, die gerade noch von den Zuschauern reinkam. Sie haben das vorhin ja auch gesagt, dass das Thema Telearbeit oder Homeoffice und mobiles Arbeiten noch unterschiedlich behandelt wird, dass man da nochmal schauen muss. Hier kam jetzt der Punkt, dass es oft noch in einen Topf geworfen wird. Allerdings steuerlich und rechtlich, muss ein bisschen ablesen, deswegen gucke ich gerade einmal nach rechts, komplett anders behandelt wird. Die Frage ist, wie unterstützt die Politik bei diesen Themen den Arbeitnehmer in der Zukunft? Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil in der Tat, weil viele Unternehmen schreiben uns auch an und fragen uns, was muss ich jetzt eigentlich alles berücksichtigen, damit das mobile Arbeit gemacht werden kann? Welche Arbeitsschutzregeln und Ähnliches muss ich einhalten? Und da ist natürlich die Telearbeit, die haben wir seit, ich glaube sogar schon Ende der 80er Jahre, die ja sehr hoch reguliert ist, weil man damals davon ausgehen, diese Telearbeit ist ein Vollarbeitsplatz zu Hause, der die vollen Berücksichtigungen von entsprechenden Regeln der Arbeitsstätte auch beinhalten muss. Das ist ja aber nicht die Realität in dem Großteil der Menschen, die mobil arbeiten. Deswegen ist es sinnvoll, dass wir hier abgrenzen, die Telearbeit, also Vollzeitarbeitsplatz zu Hause, meist aufgrund dessen, dass man nicht woanders arbeiten kann, zu einer mobilen Arbeit, indem man, wenn wir jetzt mal die Pandemie wegnehmen, partiell 1-2 Tage die Woche maximal arbeitet. Ich übrigens halte mehr mobile Arbeit auch nicht für sinnvoll, was Teamorganisationen und Ähnliches anbelangt. Also partielles mobiles Arbeiten, da müssen wir eine andere Definition haben. Das können wir größtenteils nur gesetzlich machen, damit Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen da in einem rechtssicheren Zustand sind. Was die Frage der steuerlichen Fragen anbelangt, da beraten wir innerhalb der Regierung, auch zwischen den Fraktionen wird darüber diskutiert, weil natürlich es in den meisten oder nicht in den meisten, in einigen Fällen nicht möglich ist, ein Arbeitszimmer einzurichten zu Hause, weil man ein Durchgangszimmer hat oder weil man eben das einzelne abgegrenzte Zimmer, steuerrechtlich alles sehr kompliziert, aber ein abgegrenztes Zimmer nicht hat. Gleichfalls natürlich man zu Hause auch Kosten hat, technologische Kosten. Man besorgt sich dann doch den Bürostuhl, weil auf dem Küchenstuhl es sich nicht so gut sitzen lässt und Ähnliches. Und die also sogar Arbeitgeber auch sagen, okay, was können wir zur Verfügung stellen, damit ein ordentliches Arbeiten auch zu Hause möglich ist. Deswegen glaube ich, ist die Frage von steuerlichen Freibeträgen oder auch die Frage dessen, ob es möglich ist, die steuerliche Absetzbarkeit noch über das Maß hinaus zu regulieren, die wir aktuell haben, glaube ich, eine, die einer Gestaltung bedarf. Mhm.
Wir hatten noch eine Frage von den Teilnehmenden zum Digital Office im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Also wie digital arbeiten Sie im Ministerium? Stichwort vielleicht E-Akte, elektronische Unterschrift. Wie medienbruchfrei findet Arbeit statt? Und welche Perspektiven können Sie vielleicht auch aufzeigen, damit das Digital Office im Bundesministerium noch an Fahrt gewinnt? Also ich muss sagen, die größte Herausforderung ist eigentlich die Sicherheit und auch der Datenschutz. Weil natürlich, wir sind hier in der Bundesregierung, wir arbeiten mit besonders sensiblen Daten. Wir wissen, dass es Spionageversuche gibt gegenüber der Bundesrepublik. Und deswegen müssen wir ganz besondere Sicherheitsstandards berücksichtigen. Und die können in den meisten Fällen technologisch sichergestellt werden. Aber der Mensch, der vor dem Rechner sitzt, ist auch ein Sicherheitsrisiko, wenn ich das so sagen darf. Insofern ist man ja manchmal hier und da geneigt, aufgrund der Usability Dinge zu umgehen, die nicht umgehen werden sollten. Insofern Sicherheit, Datenschutz sind zwei ganz wichtige Faktoren, die wir versuchen sicherzustellen. Das Zweite ist, wir haben eine E-Akte, die ist noch nicht komplett medienbruchfrei. Das heißt, digitale Abzeichnungen sind möglich. Sie sind aber noch nicht so gewährleistet, dass sie alle wirklich integrativ in der E-Akte werden oder nicht doch über E-Mail oder Ähnliches funktionieren. Insofern, da arbeiten wir dran. Hat allerdings auch damit zu tun, wir sind ein Riesenhaus und wir haben viele nachgeordnete Einrichtungen, die Bundesagentur für Arbeit, die Rentenversicherung, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz, das sind tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also müssen wir immer gucken, wie können wir da auch abschichten bei diesem Prozess. Ansonsten drittens, was wir medienbruchfrei und ohne jegliche Probleme organisieren, heute schon oder eigentlich schon seit Jahren, ist, dass wir die direkte Kommunikation über die Mitte von Skype, von DBBoss heißt das, also Cisco Meetings, dass wir die heute schon realisieren. Insofern ist das für uns kein Problem. Aber wie gesagt, es gibt bei uns auch noch die klassische Papierakte, das will ich nicht verschweigen. Ein bisschen Luft nach oben ist ja in den meisten Unternehmen. Auch wir haben ab und an noch mal Papierpost, müssen wir gestehen. Eine Frage zum Thema. Ich muss auch sagen, dass ganz entscheidend, also sehe das wie Sie, aber ich muss auch ganz sagen, es ist ja das eine, weil wir intern arbeiten, das andere ist, wie wir nach außen arbeiten. Und da arbeiten wir natürlich schon dran, dass es, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Weiterbildung sprechen, dass es eine Weiterbildungsplattform online gibt bei der Bundesagentur, damit Beschäftigte, aber auch Unternehmen eine größere Transparenz über ihre Weiterbildungsnotwendigkeiten bekommen. Und das machen wir natürlich heute alles nicht mehr mit Papier wie früher bei der Berufsberatung, sondern das bilden wir mehr und mehr nur online ab. Eine Frage zum Thema Führung. Sie haben das ja gerade auch gesagt, dass auch da neue Herausforderungen auf Führungskräfte zukommen. Sie haben ja auch Führungsverantwortung, nicht zu wenig. Was war so Ihr größtes Learning in den letzten Monaten? Wo haben Sie gesagt, oh, das ist wirklich remote im New Normal komplett anders, wenn man ein Team führt? Also man muss ein bisschen von seinem Controlletti-Anspruch runter. Ja. Man muss einfach das Vertrauen haben, auch wenn man zwei Tage nichts davon hört, dass die Prozesse laufen. Ja, und im Zweifel ja so ein Vorgesetzter, der dann ständig nachfragt oder E-Mail-Batterien schickt, eher die Arbeit auffällt. Also das muss man sich schon dran gewöhnen. Zweitens, und das fällt vielen auch nicht leicht, als Führungskraft muss man sich ins Team bewegen. Das heißt, man kann nicht mehr nur sozusagen von oben herweg die Prozesse steuern, sondern man muss gegebenenfalls auch Zwischenschritte abnehmen, hier und da auch in den Zwischenschritten nachjustieren, also mehr oder weniger im Flow sein. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, auch für mich persönlich, muss ich sagen, weil das ist auch ein neues Arbeiten, das wir uns hier in den letzten ein, zwei Jahren erst gewöhnen mussten, was wir allerdings auch mit der Denkfabrik Digitaler Arbeitsgesellschaft auch vorangetrieben haben. Wir wollten das so und wir sehen heute, dass es am Ende doch bessere Ergebnisse hat als dieses klassische von oben nach unten steuern. Super. Kommen wir auch noch mal zum Thema Weiterbildung. Sie haben lebensbegleitendes, lebenslanges Lernen angesprochen. Wir haben ja ein
eine unheimliche Nachfrage nach Weiterbildung, gerade auch wenn man berücksichtigt, welche Veränderungen in den letzten halben, dreiviertel Jahr auf uns zugekommen sind in der und auf die Arbeitsgesellschaft. Wo sehen Sie, Herr Böning, eigentlich die Verantwortung? Sind es Unternehmen, die in ihre Mitarbeiter investieren müssen? Sind es Privatpersonen, die sich bilden müssen? Oder gilt es vielleicht auch politische Anreize zu setzen, damit das Thema lebensbegleitendes Lernen auch noch stärker, sage ich mal, in die Breite getragen wird? Also wir haben eine nationale Weiterbildungsstrategie auf den Weg gebracht vor 2 Jahren, die alles das, was Sie angesprochen haben, hat versucht zusammenzubringen. Weil ich glaube, dass eine Weiterbildungskultur in Deutschland aufzubauen und zu etablieren, alle Akteure bedarf. In der nationalen Weiterbildungsstrategie waren Unternehmen dabei, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Sozialpartner insgesamt, Länder, Weiterbildungseinrichtungen und wir als Bundesregierung, die Bundesagentur, weil das, glaube ich, nur eine gemeinsame Aufgabe sein kann. Und wenn wir auf dem Weg sind, und das ist unsere feste Überzeugung als Bundesarbeitsministerium, dass wir so etwas wie ein nationales Personalmanagementkonzept brauchen, nämlich dass wir es schaffen, auf der einen Seite die Bereitschaft für Weiterbildung zu erhöhen, auf Seiten der Unternehmen wie auf Seiten der Beschäftigten, und zwar für Weiterbildung, die jetzt nicht nur so eine kurzfristige Exit-Schulung hier und da sind, sondern wirklich sehr strukturell integrativ behandelt wird. Und auf der anderen Seite auch die Transparenz dessen zu erhöhen, wohin eigentlich Weiterbildung. Das ist ja die schwierigste Frage, weil in vielen Fällen, wenn wir über eine neue Arbeitswelt sprechen, so über relativ pauschale Begriffe gearbeitet wird, Sozialkompetenz, Innovationsfähigkeit, Empathiefähigkeit, hört sich alles gut an, auch auf jedem Panel, aber was heißt das jetzt eigentlich im konkreten Falle und für, sage ich mal, 25 Schlüsselbranchen, die wir in Deutschland haben und für Hunderttausende, Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Also müssen wir besser werden. Wir haben das zum Beispiel gemacht mit einem Projekt, das nennt sich Kompetenzkompass. Wo wir reingeschaut haben, zum Beispiel in die IHK-Branche und gesagt haben, okay, was ist heute da an Menschen, die etwas können und was muss in 5 bis 7 Jahren da sein an Kompetenzen, die erworben werden müssen, weil sie so noch nicht vorhanden sind, weil sie sich im Strukturwandel befinden. Und diese Kompetenzkompasse aufzubauen für alle möglichen Branchen ist unser Ziel, damit wir Rat geben können, für beschäftigte Unternehmen, in welchen Bereichen sie am besten investieren sollen. Und dann müssen wir abschließend fragen, haben wir eigentlich die richtige Infrastruktur für das alles? Und eine unserer Lösungen, die wir anbieten und die wir entwickelt haben, ist, dass wir glauben, wir brauchen regionale Ökosysteme der Weiterbildung. Und deswegen haben wir im Sommer ein Programm auf den Weg gebracht, das nennt sich Weiterbildungsverbünde, wo auf der einen Seite kleineren mit größeren Unternehmen kooperieren können bei der Aufgabe, weil es ja für größere oftmals einfacher ist mit einer großen Personalabteilung und so weiter als für die KMUs. Und auf der anderen Seite zu kooperieren in den Regionen mit Fachhochschulen, mit Berufsschulen, die ja sowieso schon Bildungskompetenz haben. Und wir sind ganz überrascht. Wir haben eigentlich nur so ein bisschen Geld zusammengekratzt und haben jetzt aus der Ausschreibung fast 90 Bewerbungen innerhalb von 4 Wochen bekommen, die wir versuchen jetzt über den Haushalt auch mit abzusichern, weil es doch zeigt, es gibt einen Riesenbedarf, insbesondere in den Regionen, wo Weiterbildung jetzt nicht so vermutet wird. Ich habe gerade eine Bewerbung aus dem Erzgebirgskreis gesehen, weil auch die sich da Gedanken machen, wie kriegen wir diese Aufgabe gestemmt. Und das erscheint mir doch wirklich ein Thema, regionale Weiterbildungslandschaften, Ökosysteme aufzubauen. Ja, nicht nur das Thema Weiterbildung, sondern auch generell natürlich der Wandel zum digitalen Büro und zum mobilen Arbeiten ist eine Herausforderung für alle, auch für den öffentlichen Sektor. Und zum Abschluss würde ich gerne noch eine Frage aus dem Publikum mit einwerfen. Wie schaffen Sie es, dass der öffentliche Sektor entsprechend auch der öffentliche Dienst attraktiv bleibt? Also ich lese noch mal ein bisschen ab. New Work, das heißt ja nicht nur digitaler Arbeitsplatz und Homeoffice, sondern eben auch flache Strukturen, Netzwerkorganisation und Co. Und unser Fragesteller hat gesagt, wenn das in großen Unternehmen klappt, sollte es doch eigentlich auch im öffentlichen Dienst funktionieren? Also welche Stellschrauben müssen Sie da drehen? Ich glaube, 3 Dinge müssen zusammenkommen. Erstmal muss der Arbeitsplatz attraktiv sein. Und wenn ich habe ja nicht nur im Bund gearbeitet, sondern auch im Land Berlin und kenne die Bezirke in Berlin, wenn ich mir das anschaue, man muss schon auch gern zur Arbeit gehen wollen. Ja, unabhängig davon, dass man vielleicht zu Hause auch gern arbeitet, aber wenn das Büro so aussieht, dass man da eigentlich gar nicht mal sein Kind hinschicken möchte, dann ist das nicht gut.
Ja, da haben wir es im Bund gut, muss ich sagen. Unsere Arbeitsplätze sind sehr attraktiv. Zweitens, die Möglichkeit von, die ein Arbeitgeber bieten kann, sollten eben auch da sein. Stichwort Weiterbildung, Stichwort mobiles Arbeiten, die technische Infrastruktur, die muss gegeben sein. Und das sollte nicht so, ist ja manchmal so, verschrieben werden, als da wird Geld zum Fenster rausgeschmissen. Nein. Da geht es um Fachkräfte, da geht es um Produktivität, da geht es um die Fähigkeit des öffentlichen Sektors, der ja, wie wir eben in diesem Jahr auch sehen, doch eine ganz gewichtige Bedeutung hat, wenn es um unser Gemeinwesen geht. Und drittens, es geht immer auch um Menschen. Und Kolleginnen und Kollegen, Teamfähigkeit, flachere Hierarchien, bessere Zusammenarbeit ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und so haben wir es in der Denkfabrik auf den Weg gebracht. Wir haben ja unser eigenes Think Tank hier gebaut. Wir haben Teambüros gebaut in einer anderen Arbeitsatmosphäre, die man sonst nur in Startups vermuten würde. Und es zeigt sich, da geht man gerne hin, da arbeitet man gerne. Und da fühlt man sich auch nicht so im Schraubstock zwischen der Leitung und denen, die unten kommen. Ja, anhand der Vielfalt der Fragen, die jetzt auch reinkommen sind und auch Ihren vielen Antworten, finde ich, sieht man auch, wie viele Projekte und wie viele Themen bei Ihnen auf dem Tisch liegen. Ich glaube, so schnell wird Ihnen nicht langweilig, Herr Böning. Von daher vielen, vielen Dank für den Impuls und dass Sie uns hier noch Rede und Antwort gestanden haben. Herzlichen Dank, Björn Böning, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke, auch alles Gute.